Es soll darum gehen, künftige Marslandungen vorzubereiten. Die US-Raumfahrtagentur NASA hat dafür erneut eine Art fliegender Untertasse mit einem großen Landefallschirm getestet. Von einem Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Hawaii aus startete ein mächtiger Heliumballon mit dem neuartigen Gerät. Dann ging es für das Gefährt in Etappen hinauf bis auf eine Höhe von etwa 55 Kilometern. Von dort aus sollte es in Richtung Pazifik wieder hinuntergehen, aber es lief nicht alles wie am Schnürchen. Der Fallschirm hatte sich nur teilweise geöffnet. Auch aus Sicht der NASA bleibt daher noch viel zu tun, bis dieses System eines Tages in der Lage sein könnte, größere Lasten auf dem Mars zu landen.